Hallo, ich möchte hier noch ein Beispiel anbringen zu Prolog, und zwar hier die Dame und der Tiger. Ja, eine kleine Geschichte, und zwar eines Tages beschließt der König, seine Gefangenen auf die Probe zu stellen, um ihnen eine Chance zu geben, die Freiheit wieder zu erlangen. Zu diesem Zweck stellt er seine Delinquenten jeweils eine Aufgabe. Die erste Aufgabe lautet, der Gefangene steht vor zwei Türen, hinter diesen können entweder links eine Dame und rechts ein Tiger sein oder halt umgekehrt. Oder aber auch ein Tiger hinter beiden oder Damen hinter beiden. An beiden Türen hängt ein Schild, wobei nur eines von beiden richtig ist. Und hier sehen Sie dann einmal beide Schilder. Das erste Schild besagt, in diesem Raum ist eine Dame und im zweiten ist ein Tiger. Und auf dem zweiten Schild steht, in einem dieser Räume ist eine Dame und in einem anderen ist ein Tiger. Und welche Wahl soll der Gefangene hier nun treffen? Und zum Lösen des Problems eignet sich hervorragend die Programmiersprache Prolog, weil man mit ihr sehr präzise logische Sachverhalte beschreiben kann. Der Vorteil ist, dass sobald man ein Problem wie obiges im Prolog dargestellt hat, man gleichzeitig auch die Lösung erhält. Denn in Prolog sagt man dem Computer nur, was ein Problem ist, nicht aber, wie er es zu lösen hat. Um diese Aufgabe nun mit dem Computer verständlich zu machen, überlegen wir uns erst einmal, was wir schon überhaupt jetzt wissen an Fakten. Ja, also wir wissen erstens, in jedem Raum kann entweder ein Tiger oder eine Dame sein. Das würde dann in Prolog so hier heißen, Zimmer Dame, Zimmer Tiger. Außerdem wissen wir natürlich auch, dass nur eines von beiden Schildern wahr ist. Also wir haben noch solch einen Wahrheitsfaktor hier, der uns auch schon mal ein bisschen weiterhelfen kann. Und außerdem, wir kennen natürlich den Inhalt der Schilder. Ich habe anfangs gesagt, linkes Schild, Dame, Tiger, Wahrheit. Und hier mit dem Cut-Operator können wir das Ganze dann hier abschneiden. Ja, um unter Mithilfe dieser Fakten und Regeln das Ergebnis zu erhalten, muss im Prolog jetzt eine Regel verfasst werden, die nur dann wahr wird, wenn alle oben festgelegten Fakten gleichzeitig erfüllt sind. Ja, also das hier muss alles erfüllt sein. Und dann können wir hier mit diesem Prädikat Problem 1 dann zum Ergebnis kommen. Ja, und probieren wir das Ganze hier auch einmal aus. Bekommen wir als Lösung Tiger-Dame. Und das Ergebnis lässt sich leicht begründen, denn wenn das erste Schild richtig wäre, wäre das zweite falsch und würde damit auch das erste ausschließen. Denn es würden nur dann die Kombination Dame-Dame und Tiger-Tiger wahr sein, was aber den Wahrheitsgehalt des ersten Schildes hier widerspricht. Folglich muss das erste Schild falsch sein, was damit eine Möglichkeit vom zweiten Schild ausschließt, sodass nur die Lösung Tiger-Dame übrig bleibt. Ein, wie ich finde, klassisches Beispiel, was in Prolog sehr einfach hier abzubilden ist und natürlich beliebig erweiterbar ist. Also viel zu der Dame und dem Tiger. Okay.